Fantastic. Hallo und willkommen zum Update von Clash Royale. Ja, heute mal die erste Folge des Updates mit Clash Royale und ich muss ganz ehrlich sagen, warum? Es gibt noch nicht mal es ist noch nicht mal weltweit für iOS draußen, es ist noch nicht mal für Android draußen und sie kloppen schon ein richtig, richtig fettes Update raus. Na gut, warum auch immer, deswegen kommt die Folge jetzt heute noch etwas eher, weil wir jetzt mal schauen wollen, was denn im Update enthalten ist. Es unterteilt sich im Grunde in drei Parts. Legendary Arena and Seasons, Tournament Rules und Game Balance. Also Game Balance and Other Changes, das gehen wir jetzt gleich mal eben durch, beziehungsweise das gehen wir jetzt mal eben durch, während wir uns das Comeback angucken von mir in diesem Fight gegen einen asiatischen Kollegen. Und ja, wir gucken mal gerade, also 303.000 Trophäen, Legendary Arena, dann alle zwei Wochen werden die Spieler, die über 3.000 Trophäen sind, wieder auf diese zurückgesetzt. Und der Überschuss wird dann quasi als Legendary Trophies gutgeschrieben. So ein bisschen wie bei Clash of Clans kann man sagen, ihr kennt das ja wahrscheinlich schon, da ist es ja auch so in der Legend League. Tournament Rules. Friendly Battles kosten jetzt kein Geld mehr und man hat sozusagen die Tournament Standardkarten. Bedeutet Level Caps. King and Crown Towers sind auf 8, Common Cards sind auf 8, Rare Cards sind auf 6, Epics sind auf 3, Overtime 3 Minuten. Have fun organizing your own tournament. Ich bin mal gespannt, was der Matthias und ich da noch so machen können die Tage. Bin ich mal gespannt. Dann. Why did we choose to cap cards rather than normalizing? Ja gut, das ist ja das, was wir quasi schon mal hatten. Die wollen halt, dass die Leute immer noch... Sie wollen halt den Spielspaß noch behalten. Sie wollen, dass die Leute immer noch dabei bleiben und immer noch Karten sammeln. Balance. Ja, wobei, das sind halt so Level-Geschichten, die da noch, die sie da noch erklären und so weiter. Ich kann ja mal eben ganz kurz gucken, ob wir das... Ich hatte auch noch die deutsche Version davon. Clash Royale im Clash Royale-Wiki. Ich verlinke euch das mal hier drunter. Von meinen lieben Freunden aus dem Clash Royale Wiki Deutschland, damit ihr das auch mal auf jeden Fall nachlesen könnt. So, jetzt habe ich mir das nämlich mal auf Deutsch geöffnet und dann werde ich euch das mal eben noch sagen. Also, warum gibt es Begrenzungen und nicht die gleichen Kartenlevel? Wir wollen immer noch, dass die Leute Karten sammeln und verbessern wollen, um sie im Turnier benutzen zu können. Warum habt ihr diese Level ausgewählt? Antwort, die ich ja schon gesagt hatte, es benötigt ungefähr 3 Monate Spielzeit, um genug Karten zu sammeln und ohne Geld zu bezahlen. Um diese Level zu erreichen und wir dachten, dass es eine gute Zeit wäre, um genug Erfahrung im Spiel zu sammeln, um an Wettbewerbsturnieren teilzunehmen. Ja, Balance-Änderungen, keine Goldkosten mehr für Kämpfe, sowohl normale als auch in Freundschaftskämpfen, Gold aus Kisten, damit das Goldsystem weiter funktioniert und die Kämpfe damit kompensiert werden, gibt es weniger Gold aus den Kisten und einige Karten wurden auch angepasst. Dann natürlich noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Death Damage, Ballon, Riese und Skeleton, Golem, Death wird dann angezeigt, wenn sie sterben, im Infoscreen, Notifications, Classia, In-Game Notification Pop-Ups, Local Notifications, New Card Request Available, Crown Chest Available and Second Free Chest Available Notifications, alles natürlich Benachrichtigungen, Push Notifications, wenn jemand aus seinem Clan im TV Royale ist und Bugs, Stuck Witches, hoffentlich das mit diesem scheiß Grabstein, wenn sie das endlich mal entfernen, das hat mich so angepisst. Bei allen Leuten, die das benutzt haben, es war so nervig einfach nur. Oh mein Gott. Das war richtig übel. iMessage-Probleme und viele weitere Problembehebungen kommen. Oder beziehungsweise sind jetzt da. Ja, das war übrigens mein Sieg 2-1 gegen unseren asiatischen Kollegen. Ich bin momentan noch so ein bisschen am Testen mit den Decks und so weiter. Ich habe auch den Elixiersammler, den ich allerdings eher selten benutze. Würde ich sagen, wir machen erstmal jetzt... Ah, seht ihr da oben die Benachrichtigung, die ich gerade gekriegt habe? Ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal diese Kiste. Silver Chest, da sehen wir jetzt auch 7 Karten drin, Gold 40 bis 50, wir gucken mal nach, 48 haben wir bekommen. Minions, ja, das ist natürlich jetzt das Problem, wir kriegen jetzt, ich habe nicht genug Gold, ne? Das ist immer so das Problem, was wir aktuell haben. Oh, wir haben noch eine Arena 6 Gold Chest, das ist natürlich sehr cool, mit 22 Karten und 2 Rare Cards, mal gucken. Das ist wie gesagt aktuell mein Deck. Ich würde sagen, wir machen mal ein Friendly Battle, ist ja jetzt umsonst. Probieren einfach mal aus, was dann so kommt und was dann nicht kommt. Ich habe jetzt, wie gesagt, mal mein Deck gewählt. Vielleicht haben wir ja jemanden, den wir jetzt hier angreifen können. Ansonsten, wenn es jetzt wirklich zu lange dauert, mache ich mal eben einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, direkt rein ins Spiel gegen Tuka von Royal Finland. Er sagt, good luck. Das geben wir natürlich zurück.
Hab mir auch schon eine Taktik überlegt. Mal gucken, ob sie funktionieren wird oder nicht. Dafür brauchen wir definitiv 10 Stück. So. Jetzt warten wir gleich noch auf die Minions. Minions. Boah, da hat's gerade geleckt. Kurzfristig, oder? Hat's da gerade geleckt? Kurzfristig? Na egal. Er läuft durch. Ah, wenn der da explodiert, könnte es übel werden. Komm, 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 komm. Boah, wir haben schon einiges. Ja, alles kaputt. Alles kaputt gegangen auf der Seite. Wir haben 1000 gerade mal kaputt gemacht. Deswegen muss ich jetzt... Wobei, muss ich da kontern auf der anderen Seite? Eigentlich nicht, oder? Die Hexe viel zu früh gesetzt. Ersetzt eine Barbarian, hat die Luft auf die Seite. Schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt müsste ich eigentlich echt mal einen Baby Dragon auf der anderen Seite setzen, um da halt mal ein bisschen gegen zu... ein bisschen gegen zu hauen jetzt. Die sind nämlich übel, die Barbaren. Die sind richtig übel. Ja. Er setzt die Barbaren auf die andere Seite. Jetzt hat er es aber mit seinen Barbaren. Jetzt hat er es aber mit seinen Barbaren. Mal gucken, ob wir die mit den... Ja, mit den Skeletten kriegen wir sie halbwegs in Schach gehalten. Komm, 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 komm. Minions. Aber jetzt warten wir mal ab. Jetzt müssen wir ja nichts überstürzen hier. Feuerball. Weil noch das andere noch lebt. So, jetzt ist das zumindest schon mal kaputt. Jetzt kann ich auf der anderen Seite rein theoretisch schon mal... Gleich mal... Ha, er hat nur Hütten. Ich hasse solche Leute, die nur Hütten nehmen. Ohne Witz, ey. 1,27 noch übrig. Noch nicht großartig, was passiert. Ja, wir halten uns noch ganz gut. Wir halten uns noch ganz gut, Spare-Goblins. Komm jetzt, muss ich echt mal dagegen halten auf der Seite. Jetzt können wir rein theoretisch schon mal da den Riesen setzen, damit er ein bisschen schon mal sich warm läuft. Bis wir genug haben, bis wir genug Elixier haben, um noch was anderes zu setzen. Das ist schwierig. Schwierige Runde. Oh, nicht gut. Ja, nicht viel. Er hat nicht viel Schaden gemacht. Nicht so viel Schaden, wie ich eigentlich dachte. So, jetzt muss ich warten. Ja, er setzt die. Das ist schon mal gut für uns, dass er die setzt. Die sind jetzt gleich relativ schnell down. Komm, 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 Riese. Lebt noch ein bisschen weiter. Lebt noch für mich. Ja, okay. Ah, der ist... Ich hasse den. Ich hasse den, weil er jetzt explodiert und alles mitreißt. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt mal ein paar Spare-Goblins hinterher setzen. Jetzt müssen wir noch den Riesen setzen. Baby Dragon auf die Seite zum Naveboy. Wir gehen auf Risiko. Wir gehen ins Risiko. Wir gehen jetzt Risiko rein. Gucken mal. Ja, das war gut, dass er die gesetzt hat. Jetzt wird er gleich den Bombenleger wieder setzen. Das ist mir aber egal. Oh, er setzt die. Okay, das ist auch gut für uns. Komm jetzt. Das schaffen wir doch. 600 noch. Komm, komm, komm. Mage hinterher. Nein, das Viech könnte mir zum Verhängnis werden. Ah, wobei, ne, wird mir nicht zum Verhängnis. Schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Jawohl, sauber kaputt. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite verteidigen. Er setzt alle Hütten. Jawohl. Danke, danke. Wir haben gewonnen. Thanks. Wir haben einen Sieg davongetragen. Ja, das freut mich doch. Gegen Tuka von Royal Finland. Sauber. 30 Pokale. Läuft bei uns. Und wir holen uns jetzt, ja, no Chest, weil ich keine mehr habe. Allerdings sind wir am Ende dieser Episode. Heute mal etwas früher wegen des Updates. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Es kommt halt nicht für Android aktuell. Deswegen bin ich auch sehr enttäuscht. Ich würde auch lieber auf meinem Handy spielen. Kann mal nichts machen gerade. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und bis demnächst bei Clash of Clans. Ciao.